Für welche Aufgabe sind Ihre Leute in Madrid eingesetzt gewesen? Sie sollten Kommandant Debra beschatten, den zweithöchsten Mann des Dossierbüro. Und genau diese Leute sind zuerst festgenommen und dann aus Spanien ausgewiesen worden. Wird Ihnen jetzt vielleicht ein Zusammenhang klar, Herr Major? Herr Oberst, ich fürchte ja. Ich wette, Kommandant Debra befindet sich gar nicht mehr in Madrid. Und ich wette außerdem, diese Suppe hat uns wieder Ihr Freund Lieven eingebrockt. Wissen Sie, wie man Sie hier im Hause bereits nennt, Major Loos? Nein, Herr Oberst. Den Pannenloos. Pardon, Herr Oberst. Ich finde das sehr ungerecht. Dann haben Sie zumindest sehr viel Pech gehabt, Herr Major. Wenn Sie diesen Kerl $11.000 für Listen mit den Namen der wichtigsten französischen Geheimagenten bezahlen und wir feststellen dürfen, dass es sich um lauter Tote handelt. Sie hatten den Auftrag, den Mann mitzubringen. Herr Oberst, Portugal ist ein neutrales Land. Das ist egal. Entschuldigung, Herr Oberst. Admiral Canaris wünscht diesen Herrn Lieven demnächst in Berlin zu sehen. Und zwar lebendig.